Guten Tag, werte Zuhörer und Zuhörerinnen. Ich wünsche euch ein paar lehrreiche Minuten mit meinem ECAD Tipps und Tricks Video. Mein Name ist, wie immer, Thomas Hilbronner. In diesem kurzen Beitrag geht es um die Klassifizierung. Die Klassifizierung ist in SOLIDWORKS Electrical in vielen Bereichen immer wieder ersichtlich und ganz einfach zu ergänzen. Diese Klassifizierung erstreckt sich über Symbole, die Artikel, über Kabel bis zu Makros und den Normblättern. Die Idee und die Handhabung ist jedoch überall dieselbe. Doch wie funktioniert das und was ist möglich? Den Zugriff erlangen Sie im Menü Bibliothek über die Klassifikationsverwaltung. Die wichtigste Einstellung ist hierbei die Auswahl des Bereichs zur Linken. Die Optionen Kabel, Makros und Normblätter greifen nur in den jeweiligen Bereichen. Die Option Bauteile erstellt neue Klassen sowohl für die Schaltschema-Symbolgruppierung wie auch für die Schaltschrank-Footprints und die Artikelstammdatenbank. Ein kleiner, aber wichtiger Hinweis: Die bestehende Klassifizierung kann weder verändert, umbenannt noch ausgeblendet werden. Sie können aber eigene Klassen sogar ab der Hauptebene selbst erstellen. Zur Veranschaulichung erstelle ich in der Klasse der Klemmen zwei Untergruppen für Ein- und für Zweistockklemmen. Eigene Klassen sind ab Electrical 2022 und dessen überarbeitetem Interface an der kleinen grünen Figur auf blauem Hintergrund zu erkennen. Okay, ich gebe es zu, nur für jene, die wissen, worauf man achten muss und nicht so schlecht sehen wie ich selbst. Bis und mit Electrical 21 war es etwas deutlicher, rotes Figürchen auf grünem Grund. Meine beiden neuen Klassen sind nun erstellt. Würde ich diese jetzt beim Einfügen von Symbolen suchen, ist diese Klasse nicht ersichtlich. Dies kommt daher, dass noch kein Symbol darin enthalten ist und diese leere Klasse nur verwirren würde. Somit ab in die Symbolverwaltung. Ein Symbol der Klasse hinzufügen. Nun sind diese Klassen wie erstellt und gewünscht beim Einfügen der Symbole sichtbar. Dieselbe Überlegung der nicht sichtbaren Klassen zieht sich, wie wir es von SOLIDWORKS gewohnt sind, auch bei den anderen Elementen wie Artikel, Makros und Normblätter durch. So, nun sind nicht nur wir klassifiziert und einsortiert, sondern auch die Symbole und Artikel in SOLIDWORKS Electrical. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und werfen Sie doch einen Blick in unsere FAQ mit vielen Tipps und Tricks rund um SOLIDWORKS.